Hallo zur Szene München. Die Filmografie der Regisseurin Katja von Garnier ist überschaubar. Gerade mal 7 Spielfilme und eine Dokumentation über die Scorpions hat sie bislang gedreht, wenn man abgeschminkt dazu zählt, der ja eigentlich nur als Übungsfilm im Rahmen ihrer Ausbildung an der HFF in München gedacht war. Lediglich 1 Stunde war er lang, kam dennoch ins Kino und hatte dort 1,2 Millionen Besucher. Für den Film wurde sie sogar mit dem Bundesfilmpreis, das ist heute der Deutsche Filmpreis, und dem Studenten-Oscar ausgezeichnet. Und dann 1997, Bandits. Was hat dieser Film damals für einen Hype ausgelöst? In dem Film geht es um eine Gruppe Verbrecherinnen, die im Rahmen einer Rehabilitierungsmaßnahme eine Band gründen. Und jetzt, in ihrem neuen, in ihrem 8. Spielfilm geht es um eine Gruppe junger Menschen, die Mist gebaut haben und im Rahmen einer Rehabilitierungsmaßnahme gemeinsam tanzen. Ab jetzt im Kino, Fly! Sie sind ab sofort verpflichtet, in dieser Haftanstalt an Resozialisierungsmaßnahmen teilzunehmen. Ein paar sitzen noch, kriegen aber Freigang und ein paar sind auf Bewährung draußen. Wenn ihr glaubt, dass das hier Tanzstunden sind, habt ihr was grundlegend missverstanden. Wie gut ihr tanzen könnt, ist mir scheißegal. Mich interessiert, wer ist bereit, seine Geschichte zu erzählen. Bitte. Vor denen tanze ich nicht. Oh, Unsensibelchen. Entweder du machst mit oder du gehst. Integration. Das Programm bedeutet einen Tag Freigang die Woche. Was ihr euch fragen solltet, seid ihr dumm genug, die Chance hier zu verpassen? Wichtig war mir vor allen Dingen dieses Ursprungsthema Tanz als Überlebensstrategie, ja, mit Tanz eine emotionale Blockade zu überwinden, ne? Zum einen mit Tanz, aber zum anderen auch mit diesem Gruppengefühl, also mit dem Miteinander. Na, ich fand es irgendwie toll, dass ein Einzelgänger eigentlich dann eine Heilung und aus dem Tanz und aus dem Miteinander in der Gruppe schöpft. Ja, alles Einzelgänger, die dann irgendwie so zusammenfinden müssen zu einem Miteinander. Und das ist schön zu sehen. Ich denke, es geht wie in allen Filmen bei Katja von Garnier wie immer um Freundschaft. So würde ich das verstehen, ihre Filme. Es geht immer um Freundschaft, um Solidarität. Also, dass man eine ambivalente oder unklare Sehnsucht darin dann befriedigt findet. In der Freundschaft zu einer Person oder einem Pferd oder der Gruppe und so. Was machst du eigentlich, wenn du hier rauskommst? Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer nur eins gewollt. Fliegen. Du musst nicht tanzen, wenn du nicht willst. Aber fühlen musst du es irgendwann. Zusammen entsteht etwas, das ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Ey, das ist es. Das ist die Chance zu zeigen, dass wir zusammen doch was gebacken kriegen. Seid ihr bereit? Ja! Das ist halt auch noch eine Sache vom Urban Dance, so dass jeder alleine durch diese ganze Battle-Geschichte oder so, jeder alleine sozusagen so ein Einzelauftritt hat, während man als Contemporary-Tänzer oder so oft nur lernt, in der Gruppe eine Choreografie zu machen, die einem jemand zeigt. Und die entwickeln halt ihre eigenen Abfolgen von Tänzen. Deswegen können sie überall auf der Welt sagen, okay, ich kann was vormachen. Und wenn jemand, was weiß ich, 8 Jahre Ballett macht oder so, man sagt, dann mach mal was vor. Sieht dann meistens ein bisschen beknackt aus, also weil es nur in der Gruppe und in dieser strikten Form mit den Kostümen und so weiter so funktionieren. Das ist der erste deutsche Urban Dance Film. Und es hat wirklich, glaube ich, also ich habe sowas aus Deutschland noch nicht gesehen. Ganz bin ich hot auf uns. Es geht um dieses Gefühl. Nichts hält mich zurück. Ich fliege. Es steckt an. Und ich glaube, wenn ich mir etwas wünschen kann oder was ich mir so
denke bei dem Film oder vorstellen kann, dann ist es, dass es einfach ganz, ganz viele Menschen ansteckt, mal wieder tanzen zu gehen. Und so Bock macht. So, und Kinder, die dann vielleicht diesen Film sehen oder Jugendliche, die dann denken, ach geil, das möchte ich auch machen und so. Und das wäre toll. Ich weiß, dass Katja von Garnier die Richtige ist für so eine Art Film. Das habe ich damals bei dem Bandits, war ja ein Musikfilm, da ging es ja um Musik. Also wir haben ja eine Band gespielt und danach hatte ich so viele Zuschriften von jungen Menschen, die gesagt haben, ey, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen wegen diesem Film oder ich habe eine Band gegründet wegen diesem Film. Und ich kann mir vorstellen, dass es dieses Mal hier auch vielleicht irgendwie so abgeht. Ich wünsche es mir für Katja und für den Film. Weil Tanzen ja auch irgendwo so dieses, die Sorglosigkeit widerspiegelt irgendwie. Und das ist ein Gefühl, was ich hoffe, was beim Zuschauer auszulösen. Creep on that beat when I ride, we gon' slide. Got the whole DMV on my side. Treated with bitches who slide on my line. The way that that man hold team like a band OG with a pen trying to smash the band. When we in the zone, it's pure reaction. Shawty hella thick and got an accent. Might have to whip and gas it. No time for it, so I lean. I get lean. Triple beans, lean with the blacked out seats to the top, top free. I get cheese, cheddar, feta, chini. Jiggas up, you ain't never seen. I get windows tinted, candy, painted, engine revving, little flip. I keep it pimping, I keep quite a distance from niggas, so stay on the draw. Better watch your back, I'm a maniac. Better watch your back, I'm a maniac. I'm finna cop a 100 million packs of that water wave, let it wild all down my back, yeah. Wir haben so fette Choreografen am Start. Wir haben Yaman aus Paris und wir haben Pac-Man aus Los Angeles. Und die sind gerade so mit die besten Choreografen weltweit, die es gibt. Und mit denen arbeiten zu dürfen, ist, was die für Wege finden, wie die Körper miteinander sich bewegen können, das ist unfassbar. Sollen wir hier? Etwas finden, das mit euch selbst zu tun hat. Guck mal, seine Eier. Stabil. Ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen, in Fly spielen mit Katja Riemann, Nicolette Krebitz und Jasmin Tabata bei. Die Bandits! Da war die Freude natürlich groß, ob dieser Reunion. Das ist schon wirklich auch irgendwie wie so ein Geschenk, dass wir jetzt plötzlich alle in diesem Film drin sind. Das war natürlich Katja von Garnier. Also wir haben ja eine lange Geschichte miteinander durch Bandits und alles mögliche andere und dann Ostwind und eigentlich immer, wenn sie sagt, spielst du in meinem Film mit, würde ich sagen, ja, ohne
eigentlich fast ohne zu wissen, worum es jetzt genau geht oder so. Das ist natürlich unheimlich schön, weil wir uns alle lieben und gerne miteinander sind und sicherlich, also zumindest gilt das für mich, sicherlich gern mehr Filme miteinander drehen würden. Aber das ist natürlich immer einfacher gesagt als dann ausgeführt. Und wir haben uns irgendwann mal alle so angeschaut und dachten, das gibt's ja gar nicht. Das ist jetzt irgendwie in so einem völlig anderen Kontext, sind wir plötzlich alle wieder dabei und das ist schön. Okay, die drei waren gesetzt, aber wie findet man bitte schön Schauspieler, die auch tanzen können, beziehungsweise Tänzer, die auch schauspielern können? Wenn ihr glaubt, dass das hier Tanzstunden sind, habt ihr was grundlegend missverstanden. Mich interessiert, wer ist bereit, seine Geschichte zu erzählen? Tanz, wenn du kannst. Dieses Casting war so unheimlich wichtig für auch die Entwicklung der Geschichte, für das Finden des Themas und dann eben auch für Inspiration für die einzelnen Charaktere, die es einfach gibt, weil es die Tänzer gibt, weil es diese bestimmten Tänzer gibt. Kamel Rickards, Finanzbetrug. Wave, Papa Wano, verurteilt wegen Trickdiebstahl. Wichtig war mir vor allen Dingen dieses Ursprungsthema Tanz als Überlebensstrategie, ja, mit Tanz eine emotionale Blockade zu überwinden. Jemand, der für mich von vornherein total klar war, ist Majid. Fahid Marouche, Frau, schwere Körperverletzung, Familie, Clan. Ist schwer, da rauszukommen. Majid hat angefangen zu tanzen und vermittelt so ein Freiheitsgefühl und nimmt sich so viel Raum beim Tanzen und ist so fantasievoll und so emotional und so kreativ. Also ganz, 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 ganz besonders. Und das war einfach sofort klar, okay, Majid ist auf jeden Fall gesetzt. Das ist Jay Winter. Handel illegaler Substanzen. Nach Bens Casting habe ich mir abends einen kleinen Film angeguckt über Ben Sieg bei Juste Debout in Frankreich in 2012. Und es ist ein sehr inspirierender Film, was Ben so betrifft, weil man ihn so ein bisschen so ein Gefühl für ihn bekommt. Was er tänzerisch da macht, ist krass. Und da war für mich klar, okay, der muss da dabei sein. Habibi, triff mich in unter Nullbrunner City. Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer nur eins gewollt. Then we link up and get lady. Fliegen. Normalerweise castet man ja die Hauptrolle zuerst. Das war bei uns nicht so, sondern bei uns gab es die Tänzer zuerst. Ben war gecastet, ne? Und dann haben wir eigentlich mit Ben praktisch dann ein Casting gemacht. Und da hat Sven hat einfach jedem Casting so abgeräumt. Die haben einfach ein unheimlich tolles Grundgefühl miteinander. Es ist einfach ein ganz tolles Paar. Es ist einfach eine wahnsinnig tolle Chemie, hatten die schon sehr, sehr, sehr früh. Svenja als Schauspielerin mit Tanzerfahrung inmitten dieser Profis, der Tanzprofis, beide haben sich dann unheimlich toll geholfen eigentlich, ne, in dem jeweiligen anderen Metier. Wow, ihr seid gut. Aber perfekte Technik finde ich an jeder Straßenecke. Und deswegen war das für den Film eigentlich dieses Casting so ein Fundament. Zusammen entsteht etwas, das ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Ey, das ist es. Das ist die Chance zu zeigen, dass wir zusammen doch was gebacken kriegen. Seid ihr bereit? Ja! Na, ich fand es irgendwie toll, dass ein Einzelgänger eine Heilung und aus dem Tanz und aus dem Miteinander in der Gruppe schöpft. Es geht um dieses Gefühl. Alles Einzelgänger, die dann irgendwie so zusammenfinden müssen zu einem Miteinander. Und das ist schön zu sehen. Das war mir wichtig. Nichts hält mich zurück. Ich fliege.